So, herzlich willkommen, liebe Speedwill-Community. In unserem neuen Video geht es um das Thema Saisonpause. Gerade zu der derzeitigen Jahreszeit natürlich ein sehr nachgefragtes Thema. September, Oktober, November sind so die klassischen Monate, wo die Athleten bei uns in der Betreuung in die Saisonpause gehen. Und da erreichen uns auch immer wieder Fragen zu der ganzen Thematik. Das heißt, im heutigen Video möchte ich euch einmal einen genaueren Einblick dazu geben und euch vielleicht auch mal die Hintergründe der körperlichen Anpassung während dieser Saisonpause darstellen. Also wie gesagt, das Thema heute Saisonpause. Was passiert während der Pause in unserem Körper? Zunächst einmal eine klassische Jahresperiodisierung nach Ichurin. Der unterteilt das Jahr in vier Phasen. Es geht los mit einer Off-Season, also alles, was so in den Wintermonaten stattfindet. Dann eine Pre-Season, eine In-Season und dann, wie gesagt, der Post-Season-Break, worum es dann auch heute gehen will. Hier auch schon mal die Targets, also die Ziele während der Saisonpause aufgelistet. Das ist also Active Recovery und Psychological Recovery, also sowohl eine körperliche als auch eine mentale Erholung. Die Trainingsbelastung oder der Load sollte in dem Zeitraum sehr niedrig gewählt werden und das Ganze über einen Zeitraum von 1 bis 4 Wochen. Bevor wir uns jetzt mit dem Thema Saisonpause beschäftigen, noch ein ganz kurzer Exkurs dazu, was passiert überhaupt in unserem Körper während des Trainings, weil das uns dann natürlich auch hilft, die Anpassungen während eines fehlenden Trainings nachzuvollziehen. Also wir sehen hier einmal ein Modell. Von der linken Seite kommt also ein Trainingsreiz auf unseren Körper, dargestellt in dem Fall als Response Matrix. Dieser Reiz kann ganz verschiedene Facetten haben, ob es jetzt ein mechanischer, ein metabolischer, hormoneller oder auch eine neuronale Aktivierung, Anpassung oder Stressor einfach nur ist. Dieser Reiz trifft dann auf unsere Response Matrix, also unser Körper, der ganz verschiedene Eigenschaften hat. Und dieser Körper setzt dann nach diesem Reiz verschiedene Signaltransduktionswege in Gang. Darum geht es auch heute gar nicht so genau, wie die aussehen. Es ist aber nur noch mal wichtig zu verstehen, was in unserem Körper passiert. Und diese Signaltransduktionswege veranlassen dann in unserem Körper verschiedene Adaptationen, die dann einen Effekt haben, wie dargestellt hier in dem Fall zum Beispiel eine mitochondriale Biogenese, also eine Neuschöpfung von Mitochondrien und einer damit verbesserten Ausdauerleistungsfähigkeit. So, jetzt sind wir aber in der Saisonpause, das heißt, dieser Exercise-Stimulus, also unser Training fällt weg. Dementsprechend können auch alle rechts davon dargestellten Anpassungen in unserem Körper nicht mehr passieren und damit beschäftigen wir uns jetzt heute. Noch einmal kurz dargestellt, Saisonpause. In der wissenschaftlichen Literatur wird das ganze Thema Detraining genannt, ist also eine bewusste Reduktion von Trainingsbelastung nach einer Saison. Das Ganze steht im Fokus der körperlichen und mentalen Erholung. Während der Saisonpause ist es ganz klassisch, dass die Athleten sich auch schon Gedanken über ihre neue Saison machen. Sie suchen sich vielleicht einen neuen Trainer, neue Wettkämpfe und all diese Sachen. Und wir schauen uns jetzt an, was da während dieser Zeit in unserem Körper passiert. Der Körper ist ja ein sehr, sehr komplexes System. Und um das Ganze leichter zu verstehen, gibt es ja verschiedene Modelle, die das Ganze mal runterbrechen. Hier habe ich mal eins von Wassermann, das sind die sogenannten Wassermann-Gears, also die Zahnräder. Das Diagramm ist von rechts nach links zu lesen und es fängt rechts an. Wir nehmen Sauerstoff auf in unser ventilatorisches System, also unser Lungensystem. Dann diffundiert es durch die Membran an den Alveolen durch und gelangt so in unser zirkulatorisches System, auch genannt kardiovaskuläres System. Und dann wiederum diffundiert es wieder durch Zellmembran durch und gelangt dann schlussendlich im Muskel, wo es dann im letzten Schritt der Atmungskette zur Energiegewinnung gebraucht wird. Das nun mal als kurze Einleitung zu unserem Körper, weil wir jetzt uns einzelne biologische Teilsysteme mal anschauen wollen und auch dann besser verstehen können, was in unserem Körper passiert. Alles, was ich jetzt sage, habe ich mir nicht ausgedacht natürlich, sondern habe ich aus den wissenschaftlichen Papern rausgesucht. Hauptsächlich dieses Paper, Detraining Loss of Training Induced Physiological and Performance Adaptation, Part 1. Es gibt dann noch einen zweiten Teil. Da geht es um Anpassungen, die bei Long Term, also alles, was über 4 Wochen Pause hinausgeht, passiert. Aus der Praxis kennen wir die Saisonpause eigentlich immer so zwischen einer bis maximal 4 Wochen. Das heißt,
damit beschäftigen wir uns auch heute. Also Short-Term Training Stimulus oder fehlender Training Stimulus, also alles bis 4 Wochen. In der ersten Tabelle geht es jetzt um kardiorespiratorische Charakteristiken. Und wir sehen auch schon ganz oben eigentlich so der wichtigste Determinant im Ausdauersport, das ist die maximale Sauerstoffaufnahmefähigkeit. Und hier sehen wir, die Detraining Characteristic ist durch einen Pfeil nach unten gekennzeichnet, das heißt, unser VO2 Max nimmt während der Pause ab. Rechts davon seht ihr immer Zahlen, das sind dann in dem Fall die Referenzen. Wer also Interesse hat, nochmal genauer in das Thema reinzulesen, kann in das Paper gehen und unten in dem Literaturverzeichnis die Zahlen suchen und findet dann dort die Verzeichnisse. Außerdem sehen wir in unserem Körper eine Reduktion des Blutvolumens sowie eine Erhöhung der submaximalen und maximalen Herzfrequenz. Der Körper versucht also, das verminderte Blutvolumen durch einen Anstieg der Herzfrequenz auszugleichen. Dass das allerdings trotzdem nicht ausreicht, um eine Leistungsfähigkeit wie vor der Pause herzustellen, sehen wir daran, dass ganz unten in der Zeile, also Maximal Cardiac Output, das bezeichnet unser maximales Herzminutenvolumen, also wie viel Blut kann unser Herz in einer Minute oder über einen gewissen definierten Zeitraum auspumpen, auch das nimmt während einer Saisonpause ab. Dann gibt es noch viele verschiedene andere Parameter. Hier ganz unten habe ich noch euch einmal mit einem fetten Ausrufezeichen gekennzeichnet. Endurance Performance, also unsere Ausdauerleistungsfähigkeit, nimmt ab. Das ganze Thema VO2 Max, weil das so einen hohen Stellenwert hat, wollen wir uns nochmal genauer anschauen. Und das sehen wir dann hier in dem Graph. Auf der X-Achse sehen wir die Tage, in denen wir kein Training durchführen. Und auf der Y-Achse die Reduktion der VO2 Max in Prozent. Wir sehen hier schon zu Beginn dieser Kurve einen relativ starken Anstieg, dementsprechend eine relativ starke Abnahme der VO2 Max, die sich dann irgendwann nach 40 bis 50 Tagen auf so ein Plateau stabilisiert. Dementsprechend als für uns als Learning schon nach wenigen Tagen, also 2 Wochen bis 3 Wochen, haben wir hier eine Reduktion von 5 bis 10% zu erwarten. Die verschiedenen Parameter vom Herzen hier auch nochmal etwas geordneter dargestellt. Auf der linken Seite morphologische Anpassungen, die allesamt abnehmen. Zu nennen sind da zum einen linksventrikuläre Wanddichte, linksventrikuläres Volumen und Masse. Das heißt, linksventrikulär, das ist also die Seite, die im Hochdrucksystem das Blutvolumen auswirft. Und hier hatten wir ja schon gesehen, dass das Auswurfvolumen maximale Kapazität abnimmt. Auf der rechten Seite die funktionellen Anpassungen, die ich auch gerade schon genannt hatte, also eine Zunahme der submaximalen, maximalen und Ruheherzfrequenz, so andere zirkulatorische Parameter abnehmen, tun hingegen das Stroke Volume, also Schlagvolumen, Output und Blutplasma. Das ist also so viel zu den pulmonalen und kardiovaskulären Faktoren. Im zweiten Teil geht es jetzt auf die muskulären Anpassungen während eine Abstinenz vom Training. Hier sehen wir also metabolische Anpassungen. An erster Stelle sind hier zu nennen, dass wir eine Veränderung der Respiratory Exchange Ratio, RER, das hatte ich ja auch schon mal im Leistungsdiagnostik-Video erwähnt, kurz zur Wiederholung. Der RER gibt an, in welchen Anteilen wir Kohlenhydrate und Fette verbrennen. Das kann man dann durch eine Spiroergometrie testen. Und hier mit Zunahme des RERs in einem Bereich von 0,7 bis 1,0 steigt der Anteil von Kohlenhydraten in unserem Stoffwechsel. Und dementsprechend auch nach einer Trainingspause sehen wir deshalb eine Zunahme des Kohlenhydratstoffwechsels. Man könnte jetzt meinen, okay, wenn wir mehr Kohlenhydrate verbrennen, nehmen wir einfach im Training mehr Kohlenhydrate auch auf. Dann hat sich die ganze Anpassung quasi wieder ausgeglichen. Dass das nicht so einfach ist, sehen wir hier, dass zum Beispiel die insulingesteuerte Glukoseaufnahmekapazität abnimmt und außerdem auch die GLUT4, also die Glukosetransporter 4, das sind die Transporte, die letztendlich die Glukose aus unserer Nahrung, die in den Gels oder Sportgetränken drin ist, durch die Membran hindurch transportiert und letztendlich dann im Muskel hinliefert. Auch verschiedene Parameter des Lipidstoffwechsels sind beeinträchtigt.
darum soll es jetzt auch gar nicht weiter in der Tiefe gehen. Hier unten nochmal ein paar, ja, vielleicht praxisnähere Parameter, die vielleicht ja, für den Sportler nachher auch ein bisschen interessanter noch sind. Wir sehen zum einen, dass das submaximale Blutlaktat gestiegen ist. Dementsprechend gesunken sind unsere Laktatschwellen und auch unsere Speicherkapazität von Glykogen in den Muskeln ist nach so einer Trainingsabstinenz reduziert. Hier nochmal zusammengefasst die Skelettmuskulatur und wie sie sich verändert, Morphologie. Wir sehen bei Ausdauersportlern, die natürlich viel Typ 1 Fasern haben, ein Shift hin wieder zu Typ 2 Fasern. Bei Kraftsportlern ist es genau andersrum. Kraftsportler haben typischerweise mehr Typ 2 Muskelfasern, die haben nach einer Trainingspause mehr Typ 1 Fasern wieder. Also es gleicht sich alles wieder ungefähr zu einem 50-50-Verhältnis an. Bei untrainierten Sportlern ist auch das, was wir im Endeffekt bei Muskelbiopsien immer wieder feststellen, dass sie zum gleichen Anteil Typ 1 und Typ 2 Fasern haben. Je nach sportlichem Training verändert sich das dann natürlich. Außerdem die Kapillardichte nimmt ab, mit dem damit zusammenhängend dann auch eine verschlechterte Sauerstoffversorgung der Skelettmuskulatur. Die Cross-Section Area, also der Muskelquerschnitt, nimmt ab. Auf funktioneller Ebene sehen wir eine verminderte arteriovenöse Sauerstoffdifferenz. Der Wert gibt an, wie viel Sauerstoff kann der Muskel aus dem arteriellen Blut hinausziehen, verwerten und dann dementsprechend weniger Sauerstoff geladen ist das venöse Blut. Außerdem nimmt die oxidative Enzymkapazität ab, das heißt sowohl Zitratzyklus als auch Atmungskette, was in unserem aerobenen Stoffwechsel die beiden ja, Reaktionswege sind. Beide sind durch die Saisonpause quasi reduziert. Und eine EMG-Aktivität nimmt ebenfalls ab, das heißt Muskelansteuerung ist nicht mehr so stark vorhanden. Das Ganze spiegelt sich dann auch wieder in Performance, die wir beispielsweise hier in den verschiedenen ja, Messmethoden sehen. Also eine Schwimmzeit über 100, 200 und 366 Meter. Das ist jetzt eine krumme Zahl, da wurde vermutlich auf Yards geschwommen. Exercise Time to Exhaustion, da wurde dann ein Stufen- oder Rampenprotokoll gemacht und die Sportler wurden so lange belastet, bis sie erschöpft waren. Auch diese Zeit nimmt dann ab, was ein guter Performance-Marker ist. Und der Peak Power Output nimmt ebenfalls ab. So viel zu den theoretischen Hintergründen, dementsprechend der Übertrag in der Praxis, was uns ja auch immer sehr wichtig ist. An erster Linie nach der Saisonpause wichtig zu merken ist also durch die Abnahme der Leistungsfähigkeit und verschiedener biologischer Teilsysteme haben wir eine veränderte ja, Leistungsfähigkeit. Dementsprechend müssen wir auch unsere Trainingsbereiche nach der Saisonpause anpassen. Wie wir gesehen haben, die Herzfrequenz nimmt ab. Also seid nicht überrascht, wenn ihr nach der Saisonpause fahrt und bei derselben Leistung eine viel höhere Herzfrequenz habt. Das ist gar nicht ja, unüblich, sondern vielmehr eine gewollte Anpassung während der Saisonpause. Dementsprechend Herzfrequenzbereiche nach oben anpassen, Leistungsbereiche nach unten anpassen. Das wären zwei Sachen, die ihr in eurem Training schon mal implementieren könnt. Der nächste wichtige Punkt ist die Kohlenhydratversorgung. In der Regel sagt man ja so, ab 90 Minuten sollte man Kohlenhydrate zu sich führen. Wenn die Athleten fit sind, in der Saison gut trainiert sind, reicht da manchmal auch 2, 2,5 bis sogar 3 Stunden ohne eine zusätzliche exogene Kohlenhydratzufuhr. Nach der Saisonpause ist das Ganze aber nicht mehr gegeben. Wir haben ja gesehen, im RIR, der nach der Saisonpause steigt, dass wir mehr Kohlenhydrate verwenden. Dementsprechend auch bei niedrigen oder bei kürzeren Einheiten früher mit der Kohlenhydratversorgung anfangen. Vielleicht am Anfang schon, wenn ihr nur 90 Minuten fahrt, trotzdem euch immer mal ein Gel oder ein bisschen Kohlenhydratpulver in die Flasche tun. Der zweite wichtige Punkt sind lange Einheiten nach der Saisonpause vermeiden. Wir hatten ja auch gesehen, die Glykogenspeicher nehmen ab. Auch die Kohlenhydrataufnahme ist nach der Belastung oder nach der Saisonpause verschlechtert. Auch zu sehen an dem Glutamat-4-Transporter, die nicht mehr so gut vorhanden sind und arbeiten und an der verschlechterten Glukoseaufnahmefähigkeit. Das heißt, lange Einheiten nach der Saisonpause vermeiden. Fangt erstmal mit kurzen und lockeren Einheiten an.
Und der letzte Punkt, was ich auch relativ häufig gefragt werde, ja, Leistungstests im Labor, Spiroergometrie, Laktat, oder ja, Stufentest mit Laktatabnahme, aufgrund dieser veränderten Leistungsfähigkeit würde ich mit diesen Tests immer ein bisschen warten. Macht also erstmal einen kleinen Trainingsblock, 2 bis 4 Wochen, vielleicht auch ein bisschen mehr, wenn ihr sehr lange Pause gemacht habt, dass ihr mit den Werten nachher auch länger im Training arbeiten könnt. Ihr könnt euch vorstellen, ihr macht 3 Wochen Pause und geht dann direkt zum Leistungstest, bezahlt dafür viel Geld, bekommt dann Werte, die sehr, sehr schlecht sind. War auch nicht anders zu erwarten nach der Saisonpause. Und dann trainiert ihr 2 Wochen und könnt mit den Werten schon nichts mehr anfangen, weil ihr euch so stark verbessert habt. Dementsprechend macht einen Trainingsblock und geht anschließend dann zur Leistungsdiagnostik und dann könnt ihr auch länger in der Saison mit den Werten arbeiten. Ich hoffe, das Video war euch ein bisschen eine Hilfe. Wichtig noch für mich, wir haben jetzt quasi die Anpassungen im Körper, haben wir dazu was gelernt. Das Ganze soll aber nicht heißen, oh, wir werden jetzt schlechter, wir sollten keine Saisonpause machen. Wie gesagt, die körperliche und mentale Erholung steht im Fokus. Und ja, alle Anpassungen, die quasi vor der Saisonpause stattgefunden haben und sich dann wieder zurückentwickelt haben, die könnt ihr dann auch im Saisonverlauf über den Winter euch natürlich wieder antrainieren, sodass das Erreichen des Ausgangsniveaus wie vor der Saisonpause gar keine Frage ist. Das funktioniert eigentlich immer, außer es kommen jetzt irgendwelche neuen Faktoren hinzu. Aber ich hoffe, ich habe euch mit dem Video jetzt nicht ermutigt, das ganze Jahr über durchzutrainieren. Gönnt euch also die Pause, macht mal die Beine hoch und die Saison ist lang genug.